So, YouTube. Hallo, willkommen zu Foundry. Diesmal nicht in geheimen Session, wir sind wieder in einem Stream unterwegs. Ich habe schon gebeichtet, dass ich ohne Stream aufgenommen habe, aber ja, es fallen trotzdem Dinge auf. Und zwar, hier kommt ja nichts raus. Ja, ihr seht, da kommt nichts raus. Da müssen wir uns vielleicht drum kümmern. Ach ja, und vielleicht habe ich einen Bergbau-Laser-Chat. Den haben wir uns gegönnt. Der ist aber nicht wirklich geil, aber immerhin besser als nichts. Und ja, bei der Radtour, der Trinkbrunnen hat mich auf jeden Fall gerettet. Wir hatten nämlich eine Radtour. Wer es gesehen hat, hat es gesehen. Wer nicht, hat es verpasst. Und der Trinkbrunnen hat mich insofern gerettet, weil ich mich abkühlen konnte. Das hat mich auf jeden Fall gerettet. Und es war auf jeden Fall auch gut, da einen Schluck zu trinken und zu sitzen. Aber ich fahre grundsätzlich nicht mit zu wenig Trinken los. Obwohl 500 Milliliter gefehlt haben, weil ich 0,75 Liter Flaschen geholt habe. Ich habe nämlich nicht gesehen, dass das Literflaschen sind. Dadurch haben mir 500 Milliliter gefehlt, die dann in der Trinkblase für den Rückweg theoretisch bei dem Wetter knapp geworden wären. Da war der Trinkbrunnen gut, aber die Pause mit Abkühlen war auf jeden Fall Gold wert bei 32 Grad. Wer es verpasst hat, wir fahren öfter am Wochenende Rad, je nachdem wie die Wetterlage ist. Lieber zu heiß als Gewitter. Ja, so, jetzt aber zum Thema. Wir haben keine Energiezellen, deswegen geht die Forschung da oben nicht voran und ich sehe so, hä? Da kommen ja gar keine von diesen Dingern raus. Dann habe ich geguckt und dann pipapo, ich bin den ganzen Kreis abgelaufen und am Ende sind wir da hinten gelandet. Bei den Stäben, wir haben keine Stäbe mehr. Die Stäbe sind ausgelaufen. Es hat sich ausgestaubt. Keine Stäbe. Gerade so genug. Aber da es sich hier teilt, nicht gut genug. Das liegt aber nicht daran, dass hier nicht genug da ist, sondern einfach, dass nicht genug genutzt wird. So. Ich könnte jetzt um 4 erweitern, indem ich die hier anhänge. Wir haben aber nur noch einen Ausgang. Das ist also blöd. Andererseits könnte ich auch die Eingänge vielleicht zusammenfassen von den beiden. Oder von den beiden und von den beiden. Weil hier müsste ich ja nicht viel machen. Weil wir brauchen hier mehr Ausgänge, nicht? Das ist ein Problem. Aber erstmal wollte ich das hier verschieben. Das ist, glaube ich, so, das Einfachste, was wir machen könnten, wenn das Ding das hier richtig macht. Sowas verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum das Spiel das nicht einfach von alleine kann. Okay. Den dann bis hier ran. Das entfernen wir mal kurz. 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 Weil hier hinten kann ja eh... Upsi. Eh nicht mehr rankommen. Wer hat denn das da weggerissen? Okay. Und wir stellen auf Output. Sehr gut. Dann werden die wieder beliefert. Oh, wir können das Zeug mal wegwerfen, bevor es unser Müll zumüllt. Rein da. So. Und jetzt haben wir das hier und das hier zusammenzufassen. Kriegen wir auch hin, würde ich sagen. Er hat wieder nach unten? Nee. Hatte schon Angst. So, hier haben wir einen Verteiler. Und hier haben wir den zweiten. Das wird hier eng. Weil viel mehr rangehen kann ich gar nicht. Oh. Ich glaube, das geht gerade noch gut. Zack. Und den Rest wieder einlagern. So. Dann haben wir jetzt den hier frei. Sogar die beiden frei? Warum haben wir jetzt zwei frei hier? Aber wir sehen, wir haben ein Problem.
Wenn ich mit denen da rangehe, komme ich nicht mehr an die ran. So, das heißt, wir müssen das hier noch um eins versetzen. Weil sonst kommen wir da nicht drumherum. Aber das kriegen wir auch. Alles gelöst. Oh. Guck mal RTFs oder CTFs in deiner Umgebung, sagt Lytro. Organisierte Radtouren, aber jeder führt für sich. Da gibt es viele Verpflegungsstellen auf der Route, wo man Getränke und Snacks bekommt. Ja, nee, sowas ist nichts für mich. Da habe ich keine Lust drauf. Ich bin, das ist ja genau diese Sache, dieses Gefühl, dass man durch den Boden fällt. Also der Abrissmodus ist einfach nicht geil. Man sieht halt nicht, dass man nach unten aus Versehen abreißt. Man muss genau gucken, du reißt gerade zwei nach unten ab. Gerade dieses Gefühl war ja das Geile bei der Tour. So, wow, finde ich Wasser, komme ich noch dahin, schaffe ich dies und das. Nicht? Gerade die Sachen machen es ja aus. Wenn ich mir das wegnehme, wäre schon ziemlich blöd. Jetzt hat's geklappt. Okay, jetzt brauchen wir einen. Eigentlich da, das wäre aber zu eng. So kriege ich aber nicht drei raus. Oh, 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 oh. Okay, wir müssen auch mit dem dichter ran. Sonst klappt das nicht. Und dann müssen wir es so machen. Wie sagte Austin Powers schon so schön, ich lebe gern gefährlich. Ja, und jetzt würden wir uns den hier blockieren. Mit dem kommen wir seitlich raus. Das wäre noch okay. Aber selbst das hier ist zu eng für ihn hier. Und so. Das ist natürlich schlecht. Ich komme auch nicht hoch. Glaube ich, dass ich oben drüber könnte. Oder reicht das gerade so? Wir gucken mal. Oh doch, ich könnte mit dem oben drüber gehen. Machen wir das. Das würde auf jeden Fall Probleme lösen. Können wir nämlich mit dem jetzt hier ran. So. Und mit dem können wir dann noch weiter nach da hinten. Und theoretisch hier zwei verbinden. Das heißt, wir können noch mehr anschließen, als ich gedacht hätte. Und auch wenn wir es jetzt noch nicht brauchen, ich setze es erstmal. Hey, Ausgang. Und zack. Vielleicht sollte ich das immer machen, dass ich die Ausgänge schon vorsehe. Achso, und den haben wir ja auch noch. Oh, eigentlich haben wir echt viele Ausgänge noch, nicht? Puh. Das heißt, auch hier könnte ich noch, weiß ich nicht, na, dahin gehen. Apropos, wohin gehen? Ich habe etwas richtig Geniales entdeckt. Und zwar kennt einer von euch das Spiel Frontschweine noch? Wahrscheinlich nicht. Das ist eher so ein Spiel aus meiner Kindheit. Ein Worms-Vorgänger, wenn man so möchte. Von der PlayStation 1. Ich fand es damals super genial. Und ich habe gesehen, das Spiel kriegt eine Neuauflage. Mit Originalvertonern. Da bin ich mal gespannt, wie das am Ende wird. Ah, da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, das wird gut. Wahrscheinlich eher nicht. Okay.
Wahrscheinlich werde ich gleich merken, dass das Lager nicht mehr ausreicht, weil nicht genug reinkommt, weil wir zu viel Ausgang haben. Und dann werden wir das auf ein zweites Lager umbauen müssen, so oder so. Aber hey, das sind dann Probleme von Zukunfts-Larry, würde ich sagen. Okay. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Ausgänge. Und wir brauchen Schmelzen. Für Schmelzen brauche ich bestimmt Platten. Und ich habe was nicht? Platten, denke ich. Ja. Aber wir können das Inventar mal entleeren gehen. Wir haben so viel Mist wieder dabei. Das schaffen wir. Habe ich früher auch gedacht mit den RTFs und CTS. Aber ich habe es mal ausprobiert. Ist toll, weil man sich um nichts kümmern muss. Aber das ist doch gerade der Reiz. Also, klar, kann spannend sein, aber ich will ja gerade diesen Reiz haben. So, das war doch ein richtiges Abenteuer. Finden wir den Brunnen? Das ist doch genau das, wenn überall Bananen rumstehen, alle 5 Meter. Außerdem muss ich ja dann dahin fahren, wo die Sachen sind. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich wäre überall langfahren können. Aber ich habe mal geguckt auf der Trinkbrunnenseite. Es gibt echt wenig Trinkbrunnen in Sachsen. Also, ich kann mich an eine Aussage erinnern, die gibt es alle 5 Meter. Also es gibt ganze 5 Trinkwasserbrunnen um Leipzig. Und wir haben einen davon gefunden, der letzten Monat in Betrieb genommen wurde. Also vorher gab es 4. Und mit in der näheren Umgebung meine ich bis zu 30 Kilometern um Leipzig. In Leipzig gibt es ein paar, nicht in Parks oder so. Aber nach dem Start brauche ich nicht einen Trinkbrunnen. Den brauche ich nach 30, 40 Kilometern. Und da gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich gibt es auch einige, die nicht eingezeichnet sind, aber grundsätzlich ist die Versorgungslage einfach sehr mau, muss man mal so sagen. Biopellets, die können wir auch noch weghauen. Platten, dann gehen wir hier lang. War da gerade eine Lücke im Zaun? Hier gibt es keine Lücken. Ja, gut, ein Taucher, der was neben Spawnstoff liegt, ja. Das ist dann auch irgendwie wenig sinnvoll, nicht? Wenn die dann sich so wenig verteilen. Okay, Platten haben wir. Dann können wir Schmelzen herstellen. Ich mach mal 6, glaube ich, braucht man, nicht? 4 neue und 2 vorhandene. Das klingt nach einem Plan. Aber war wirklich eine gute Abkühlung. Also eigentlich hat schon der Springbrunnen da vorne gereicht. Der war eigentlich schon das Highlight. Nicht? Sich einfach mal die Hose nass machen, so das T-Shirt nass machen. Gut, Hose nass machen geht auch anders, aber so wie es da war, war es einfach super angenehm. Und jetzt die Quizfrage für alle. Wann wurde Eilenburg gegründet? Wer nicht aufgepasst hat, kriegt jetzt eine 5. Für Anwesenheit gibt es immerhin keine 6, nicht? Da bin ich gnädig. Ups, ich hätte abbiegen müssen. Nee, ich glaube, ja doch. Hier müssen wir den Weg auch noch weiterbauen. Eine grobe Zahl reicht mir, weil ich kann mir die echte auch nicht mehr merken. Hm? Wer dann als Bonus noch sagen kann, wenn der Sorbenturm gegründet wurde, der kriegt ein Fleißbienchen. Und wer nicht dabei war, tja, der sollte sich mal fragen, ups, warum nicht? Wir hatten eine geniale Aussicht auf jeden Fall von der Stadt, muss ich mal sagen. War mit die schönste bisher fast. Gerade so. Ich hätte ein paar Platten noch holen können. So, im besten Fall. Und dann den hier. Zacki Dongsi.
Und dann schmelzen die nämlich schon wunderbar vor sich hin. So, die dann auch. Und die dann auch. Dann haben wir hier Ausgang. Und dann fassen wir das erstmal zusammen von den beiden immer. Klong, 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 klong. Und wie viele Eingänge haben wir denn noch? Zwei. Okay, dann würde ich das Ganze hier gerne auf ein Ding vereinheitlichen vielleicht. So. Jetzt auf das Ding. So. Dann könnten wir, falls wir noch die Möglichkeit hätten, noch mehr anschließen später. Und Eingang. Und dann kommen hoffentlich neue Dingsies raus. Oder auch neue Donksies. So, mein Zeug loswerden. Und dann gucken wir mal, ob das hier eine positive Bilanz ist. Es sieht aber aktuell gut aus. Ah, und hört ihr? Da kommt ein Takt. Dadurch, jetzt staut es sich hier wieder. Das ist voll. Sehr gut. Und auch in die Richtung, guckt, wird es voll. Es füllt sich 20, 40. Es hat also schon gereicht. Nicht ein kleiner Shortage hatten wir. Und jetzt ist die Frage, reicht das hier im Lager noch? Ja, bisher ja. Sieht sehr gut aus. Oh oh, aber wir sehen zum Beispiel, hier kommt wenig Erz an. Oh oh, was das bedeutet? Eigentlich nichts. Hier kommt genug Erz an. Die schmelzen genauso schnell wie die anderen. Es geht hier anscheinend in der Mitte nur eher im Lager rein und wieder raus. Warum auch immer. Ist halt so. 1278, sagt Lytro. Und Pilvi sagt 1339. So, die Auflösung ist 931. Mann, 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 Mann. Da war ich so schön mit euch unterwegs. Aber, Lytro, du bist dichter dran. Die Stadt ist uralt. Die wurde noch in Sorbenzeit oder so gegründet. Da gibt es nämlich auch den sorbischen Wachturm und sowas. Aber der ist von 1200. Das wäre die Antwort gewesen. Und der Wehrturm der Burg ist von 1500, den wir uns angeguckt haben. Und wurde aber neu aufgebaut, 1831 für den Krieg als Kaserne der Wachmiliz genutzt. War aber echt eine coole, also war jetzt nicht so die geilste Burg, muss ich mal sagen. Also eigentlich hat man gar nicht gesehen, dass es eine Burg ist, war eher ein touristisches Zentrum. Aber war schon nicht schlecht und die Aussicht war halt wirklich genial. Ich muss vielleicht noch einen Clip von der Aussicht schneiden für euch. Jetzt ist wieder leer. Ja, ist okay, okay, doch nicht 100%. Aber dann brauchen wir eigentlich nur Platten. Aber leider hat keiner alle drei Streams gesehen. Von Eilenburg, von Weißenfels und von Wurzen, um zu sagen, welche Stadt die schönste Aussicht hat. Ich bin halt wirklich von der Aussicht und Umgebung fand ich jetzt Eilenburg eigentlich ganz schön, Nordeilenburg.
Aber vielleicht fahren wir nächstes Mal Einburg Richtung Torgau hoch. Na, Richtung Bad Dürrenberg hoch, nicht Richtung Torgau. Torgau ist zu weit weg, das liegt an der Elbe. Da komme ich nicht hin. Deine Heimatstadt ist älter. Ja, so viele ältere Städte gibt's, glaube ich, gar nicht, nicht? So, genug Bodenplatten geholt. Aber mit den Laufwegen ist schon sehr, sehr angenehm. Abbaueffizienz 97. Auch wenn es jetzt noch nicht so viel gebracht hat, sollte so ein bisschen schneller alles reinkommen und dadurch ein bisschen schneller die Forschung gehen. Und hier sind wir nämlich soweit. Wir können nämlich nochmal starten. Und ich habe schon die Laderampenerweiterung gebaut durchaus. Das heißt, wir können mehr verkaufen und kaufen, aber wir brauchen es ja aktuell gar nicht. Aber man sieht, jetzt dockt er an. Ich hatte hier ein paar verkauft, aber die werden sofort nachproduziert. Und dann kommt er. 960 sind hier aktuell drin. Und liefert wahrscheinlich 40. 20. Willst du mich verarschen? Dafür fliegst du in den Weltraum, um 20 von den Bahnen zu holen. Naja, gut. Du hast die Aussicht von Einburg im VOD angeschaut. An der Roten Mauer, meinst du? Nee, davor. Da hatten wir noch eine bessere Aussicht. Aber ja, danach waren wir an der Roten Mauer. Aber davor waren wir... Also, wenn du nicht mit Rad da bist, da kannst du auch durch ein Tor gehen und bist auf einer freischwebenden Plattform über dem Abgrund. Aber da wollte ich nicht mit dem Rad und dem ganzen Streaming-Equipment draufgehen. Ich kann euch leider ja nicht während der Radtour abnehmen. Also könnte ich schon, aber dann geht kurz der Stream immer aus. Das ist ein bisschen nervig. Und ohne Gimbal, Handy halten und dann wackelt's, ist halt auch immer ungünstig. Da bräuchte man irgendwie ein GoPro mit Gimbal, die am Fahrrad festgemacht ist oder so, dass sich das mehr lohnt. So. Was sich hier erstmal mehr lohnt, ist mehr Platz. Und diese Pflanzen beseitigen. Weg mit euch. Zäh. Natur. Es gibt viele ältere Städte in Deutschland aus der römischen Stadtgründungsphase. Trier, Speyer, Worms. Ja, die sind ja denn aber nicht deutsch. Das sind ja denn italienische Städte. Die können mal ihre Pasta mit heißem Wasser kochen. Okay. Wir brauchen noch 4 Schmelzen. Da. Okay, du bist hier. Und dann warten wir auf die Schmelzen, das geht ja schnell. Dann weiß ich, wo ich das hinstellen muss. Zong, zong. Klong, klong. Dann rein, rein. Rein, rein. Wenn man das so gegen die Wand drückt, dann klappt das manchmal, dass er die richtig anordnet. Aus, aus. Aus, aus. Verbindikus. Auf der Höhe ist es sogar mit verbinden. Okay, sorry. Du musst dich da verbunden werden. Hey. Da wollte ich ran. Hey, das macht er manchmal. Der baut einfach andere Dinge, wenn man im Abrissmodus ist. Ich weiß nicht, warum er das macht. Das passiert, wenn man im Abrissmodus beim Abreißen unten in der Tastleiste was ändert, dann baut er was. Ganz merkwürdig. Bin mal gespannt, ob sie das jemals gefixt kriegen. So, und das muss hier hinten ran. Und wenn das da aber voll läuft, dann müssen wir das Lager aufsplitten. Weil dann haben wir hier hinten nicht genug Platz. So. Für die anderen später.
Okay. Die anderen da hinten kommen dann von da. Jetzt brauchen die noch ihren Eingang. Das sollen sie auch haben. Ich finde echt schade. Also, ich war noch nie in so einer richtig alten mittelalterlichen Stadt. Genau wie ich auch sagen muss, die ganzen Mittelaltermärkte. Oha, Forschung ist fertig. Auf denen ich bisher war, waren eigentlich eher so semi-geil. Das Beste war wirklich das MPS 2016 oder was das war. Aber weil es halt auch in Berlin war, das erste. Und dann gab es noch ein zweites und dann haben sie auch schon wieder damit aufgehört, weil es sich nicht rentiert hat. Was sehr schade war. Aber alles andere war eher ja so, ja, semi-geil. Und wenn ich dann so Streamer sehe, die auf irgendwelchen geilen Mittelaltermärkten unterwegs sind, wo man wirklich Ruhe hat, die nicht überfüllt sind, das ist schon krass. Und gerade bei so alten Städten hat man ja sowas öfter mal. So eine coolen Events. Jetzt müsste eigentlich noch mehr reinkommen. Es muss halt hier stetig fließen. So, was bedeutet das für den hier? Noch nichts, obwohl es eigentlich eine 1:1 Umsetzung ist. Also, der braucht eigentlich so viel von denen. Und die machen nur eine 1:1 Umsetzung zu denen. Aber anscheinend haben die doppelte Kapazität von denen. Technum-Erzdingern. Ah, es zuckelt schon kurz vor Kippen, nicht? Man sieht schon die 199. Ganz kurz manchmal. Weil der hier nicht konstant ist, glaube ich. Aber die anderen, solange die nicht leer laufen, aber die laufen jetzt die ganze Zeit. Vorher standen die oft. Achso, die sind hier zusammen. Ich wollte gerade sagen, hä? Wie fährt der nicht rein? Nee, gut. Und hier kann ich noch aber zur Not einen anbinden an den hier beim Zusammenführen. Ja. Ich könnte auch den hier mit dem zusammenführen. Ja, also da könnten wir das noch umbauen, theoretisch. Aber jetzt füllt er sich. Und wir nehmen uns die ersten 100 raus, um zu gucken, ob das auch wirklich voll wird. Damit wir auch wieder was selber bauen können. Sieht aber gut aus. Leicht, ganz leicht plus. Und hier bleibt es permanent. Das ist wichtig. Dadurch sind die voll. Jetzt gucken wir uns die gesamte Route nochmal an. Ah, hier ist die kurze Route, wo ich einen rausgenommen habe, die 100. Weil es könnte sein, und da geht dann das Kritische los, dass wir eine zweite Route brauchen. Weil hier haben wir zweimal die angeschlossen. Ich glaube, das hier hinten ist immer noch zu wenig. Es kommt wieder regelmäßig raus. Viel, viel regelmäßiger als am Anfang der Folge. Aber es verteilt sich ja hier auf zwei. Deswegen kommt hier zu wenig rein. Könnte natürlich sein, dass es jetzt über lange Zeit vollläuft. Links sieht man schon, da staut es sich auf der linken Abzweig. Rechts noch nicht. Und das hier ist sehr lang, bis sich das stauen wird. Aber es geht gut raus. Vorher war ja einer pro Minute oder sowas. Das war schon ein Problem. Aber wir sehen, der steht einfach kurz. Er steht. Steht fast die ganze Zeit, in der er einen machen könnte. Weil nicht genug Stäbe hinterherkommen. Oh. Das heißt, wir bräuchten hier einen zweiten Stabweg. Der hier irgendwie ankommt. Lassen wir mal gucken. Wenn du auf Mittelaltermärkten gehst, gehst du dann verkleidet als Ritter oder so? Naja, ich würde es semi-verkleidet nennen, aber auch nur, weil ich nicht das Zeug, was ich wirklich kaufen würde,
bisher auf den Märkten, auf denen ich sein konnte, bekommen habe. Das ist eher immer so das Problem. Es gibt oft die Standardware, die du auch im Internet findest. Und die ist scheiße. Die will ich nicht. Ich will halt handmade. Und dann muss es aber auch noch einen gewissen Style haben. Ja. Aber grundsätzlich, ja, auf jeden Fall mit Verkleidung, weil es einfach weniger Eintritt kostet. Das ist der eigentliche Grund. Ich hoffe, hier kommen wir noch ran. Okay, hier müssen wir... Das müssen wir hier ändern. Nee, falsch. So, ja. Okay. Jetzt haben wir den zweiten Weg nach vorne. Also, jetzt verkleidest du dich. Nix. Ich verkleide mich halt einfach. Aber ich würde weder sagen, als das eine noch das andere. Manchmal gibt es halt einfach nichts, was man definieren kann. Manchmal macht man einfach Dinge. Oh, oh. Oh, oh. Ich enge. Nein. Ah, Mann. Das ist so scheiße, die Stelle. Nee, das war falsch, was du hier gemacht hast, du Kacker. Das solltest du nämlich nicht machen. So. Ich bin weder Edelmann, noch Ritter, noch Bauer. Ich bin halt einfach ich. Mit Verkleidung. Wobei die eine Verkleidung leider kaputt gegangen ist. Die teure. Die ist ja beim letzten Mittelalter-Stream quasi auch on-cam dann auseinandergefallen. So, aber sehr gut. Jetzt liefert der links und rechts die Dinger raus. Guck mal, jetzt stauen die sich nämlich. Und das ist wichtig. Weil dann kann der immer rechtzeitig die Dinger hier rausholen. Und dann kann der nämlich auch schneller produzieren. Da sind die drei schon drin. Zack, die drei sind schon drin. Zack, die drei sind schon drin. Super, so muss es gehen. Oh, dann wird das hier endlich mal benutzt. Ah, ein viel besserer Fluss hier. Guckt mal. Wird sich noch verbessern ein bisschen. Weil hier ist eh voll. Das heißt, das wird irgendwann volllaufen. Hier werden nicht so viele benutzt. Die Flussrate ist so, boah, semi. Hier können wir einen Weg rüber machen, oder? Dann könnten wir da abgehen. Hm. Aber Wege könnte ich hier überall machen. Gibt es die VODs oder YouTube von deinem Mittelaltermarkt besuchen, da alle IRL-Streams sind nur on the day da, wo ich da bin. Auch die Fahrradstreams. Das heißt, wer da ist da, wer dabei ist dabei. Aber allein wegen Datenschutzgründen nicht, werden die nicht veröffentlicht. Dann müsste man ja eventuell so viel machen. Ich weiß, viele machen das und schneiden das, aber habe ich keine Lust drauf. Also Videoschneiden ist so eine Sache, die ich absolut nicht mag. Kommt aber immer noch nicht genug rein. Ich glaube, hier bräuchten wir auch einen zweiten Strang hierher. Nicht, weil das sich auch auf zwei Seiten verteilt. Na, sag mal, komme ich hier vielleicht irgendwo mal hoch? Danke. Wer hat denn das gebaut, die Scheiße hier? Wann ist dein nächster Mittelalter-Stream? Wahrscheinlich nächstes Jahr, weil in Leipzig gibt es genau einen Markt. Schreckliche Stadt dafür.
In Berlin gab es wenigstens in 3-4, wovon 2 nur richtige waren vielleicht. Die anderen waren eher so an andere Märkten mit angebunden. Aber wie es heutzutage aussieht nach Corona, wie viele da überlebt haben, vielleicht gibt es da auch nur noch einen oder so. Aber in Leipzig gab es immer schon nur einen und der kämpft auch immer, überhaupt stattzufinden. Da liest du auch immer, wir wissen nicht, ob wir dieses hier stattfinden. Bitte achtet auf kurzfristige Dinger. Dann siehst du irgendwann in der Stadt das Plakat, ah, okay, er findet doch statt. Dann gehst du hin, ah, er findet doch nicht statt. Haben vergessen, das Plakat abzuhängen. Sowas gab es auch schon. Okay. Aber es kommen jetzt mehr Energiezellen raus. Das ist schon mal gut. Aber immer noch nicht regelmäßig genug. Obwohl wir genug produzieren könnten. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Strang von den super tollen Dingern. Kriegen wir hin. Machen wir. Zum Glück haben wir hier noch ein bisschen Reservekapazität. Ich muss das, glaube ich, auf dem hier bauen. Von da oben komme ich nicht so gut ran. Ah, das teilt sich hier. Das ist auch ein Problem. Hm, okay, der kriegt eine eigene Strecke. Okay, das machen wir anders. Jetzt ist die Frage, eigentlich ist es ja dumm, wenn ich das jetzt hier verbinden würde mit einem Verbinder. Aber andererseits weiß ich nicht, ob wir genug produzieren, um 2 Stränge zu befüllen. Oh, und hier müssen wir runter. Okay. Spannend. Ich liebe es, wenn ich so lange baue und dann baue ich in die falsche Richtung. Ich hoffe, das passiert mir heute nicht. Oh. Aber ich bin heute richtig in Aufregelaune, nicht? Ich merke es richtig. Richtig Rage. Rage Day. So ein richtiger Montag. So, da kommen wir hinten an. Also wir sehen, der kriegt ja so schon kaum genug raus. Oh, oh, shit, runtergefallen. Aber ich habe hier meinen Sheetwürfel, wo ich hochspringen kann. Ja, nee, also Mittelaltermärkte ist wirklich schade. Früher, da wo ich gewohnt habe, gab es so coole 2 Märkte. Das waren wirklich, also die habe ich lieben gelernt. Aber tja, alles hat ein Ende, nicht? Und spätestens nach dem Umzug war das halt nicht mehr, ups, nicht mehr möglich, dahin zu gehen. Ja, die waren so entspannt, die waren nicht überrannt. Das war wirklich wie ein kleiner Urlaub. Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, der eine ist eh pleite gewesen, beziehungsweise konnte der die Auflagen der Stadt nicht mehr erfüllen. Das ist halt auch immer bescheuert. Aber die müssen ja heutzutage alle für die Sicherheitskonzepte und sowas selber aufkommen und dann Urinale etc. pipapo, das kann ja keiner stemmen. Okay, wir sehen aber immer noch zu wenig, die hier reinkommen. Auf dem unteren kommt gar nichts raus. Warum nicht? Weil wir so wenig produzieren, dass unten nichts rauskommt? Das kann doch gar nicht sein. Bei den anderen fließt es doch. Hä? Hä? Okay, aber das ist unser Shortage-Problem hier.
17.8. Mittelalterfest auf Schloch-Rochitz, 45 Kilometer von Leipzig. Ja, und? Also, entweder in Leipzig oder es ist keins, wo ich hingehen kann. Ich fahre doch nicht 45 Kilometer, um dann ein, zwei Stunden zu sein, um wieder zurückzufahren. Das ist halt einfach schwachsinnig. Das kann man machen, wenn man ein Auto hat oder so und einen Fahrer, der einen fährt oder sowas, aber wenn man sowas nicht hat, dann ist sowas halt einfach 45 Kilometer bedeutet, man kann nicht hingehen. Vor allem kannst du dann nichts trinken, das ist auch blöd. Jetzt sind, glaube ich, die Stäbe sind genug da, nicht? Jetzt haben wir das Problem mit den Dingern, aber die fließen noch, also die werden nur sehr gut verbraucht. Das heißt, selbst wenn wir das jetzt erweitern würden, und die produzieren die ganze Zeit, oder? Nee, jetzt stehen sie wegen den anderen. Shit, jetzt müssen wir die Kupferkabel also mehr ranbringen. Vielleicht also mit einem dritten Strang. Shit. Wir gucken mal, ob der jetzt leer läuft. Hinrade, 90 Kilometer. Ja, klar. Aber dann soll ich in Mittelalterkleidung dahin fahren? Ist ja irgendwie unsinnig. Das klappt nicht. Also wenn es nicht mit der Tram erreichbar ist in Leipzig, dann ist es für mich nicht erreichbar. Okay, hier ist aber genug drin. Das heißt, wir können durchaus noch einen rausprügeln. Ich würde einen dritten zumindest nach vorne legen und dann gucken wir mal, wie wir den anbinden. So, rum mit euch. Rum mit dir und rum mit dir. Zum Glück haben wir genug von den Dingern unten vorproduziert. Ich habe schon fast wieder 1000 verballert. Dann muss ich gleich dann die nächsten nachproduzieren. Wir haben auch keine aktive Forschung, das heißt, das ist auch ein bisschen gut. Das heißt, wir können da vorproduzieren. Okay, kriege ich das hin? Ja, okay. Dann haben wir das wenigstens geschafft. Und jetzt sind wir hier vorne angekommen. Komme ich hier irgendwie durch noch? Ja, dann muss ich hier mehr einen Übergang machen. Okay, wir haben ja hier Verteiler. Ich habe leider keinen Triple-Verteiler. Ich glaube, das Problem ist halt die Menge, die hier hinter ankommt. Ich müsste die ersten beiden, die hier, genau, die müsste ich an den dritten packen vielleicht. Oder Bahn hinfahren. Naja, wie gesagt, die Fahrt mit der Bahn dahin kostet mich 40 Euro hin und zurück. Dann kostet der Eintritt 40 Euro oder 20 Euro. Da bist du bei 60 Euro und hast noch nichts erlebt. Das mache ich doch nicht. Also, das ist leider auch genauso utopisch wie 90 Kilometer mit dem Rad hinfahren. Nach der Radtour bin ich kaputt nach 90 Kilometern. Da gehe ich nicht da noch aufs Fest. Dann stinke ich erstmal, wenn ich ankomme. Also auch gar nicht irgendwie geil, nicht? Das ist halt. Und auf dem Rad, denn die Mittelalterkleidung, die nimmt so viel Platz weg, die passt nicht mal in den Koffer. Die ist ja riesig, nicht? Also, das heißt, selbst wenn du mit Radkleidung hinfährst und dich da umziehen würdest, das würdest du gar nicht schaffen, wenn du nicht einen Anhänger hättest oder so. Also, deswegen ist alles, was nicht im Umland, im näheren Kreis von innerhalb von 5 Kilometern um Leipzig ist, 10 Kilometer maximal, vielleicht noch, wo die Tram hinfährt, halt wirklich existiert halt für mich nicht. Und dann wird man halt neidisch, nicht? Und dann frage ich mich, warum hat Chemnitz irgendwie ein geiles Mittelalterfest
aber Leipzig nicht. So. Warum hat Dresden 3 Mittelalterfeste? Warum Leipzig nicht? Warum ist Leipzig an der Stelle so... Ne? Dafür jetzt andere coole Sachen, ja. Aber da fehlt mir einfach so was. Ups. Da ist natürlich auch Berlin stärker. Okay, jetzt liefern wir mehr von den Dingern, hoffe ich. Also wenn die noch mehr verballern, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil da hinten, wir können ja nicht mehr transportieren und wir können ja nicht mehr hinliefern. Also ich kann noch einen Strang herliefern, dann müssten wir den da anschließen und einen da. Aber dann hat fast jeder von den Automaten seinen eigenen. Das ist ja auch Quatsch. Da brauche ich eher bessere Förderbänder oder so. Ah, es reicht immer noch nicht. Krass. Es reicht einfach nicht von der Menge. Aber hey, jetzt geht immerhin rechts schon was raus. Einer steht. Ah, nicht ganz. Jetzt füllt er sich wieder. Okay, weil die hier nicht so oft verbrauchen. Die anderen müssen sich erstmal füllen. Puh. 54 Minuten mit dem RE. Ja, und 20 Euro. Ich hasse Bahnfahren. Also ich würde zum Beispiel nie mit der Bahn auch zu sowas hinfahren. Selbst Tram ist schon grenzwertig. Eher, wenn ich überlege, ich nehme die Tram für 20 Minuten oder ich laufe eine Stunde, dann laufe ich lieber. Mit anderen Menschen in diesen Gefährten, nee. Okay, aber jetzt hier. Du hast hohe Ansprüche? Nee. Ich will einfach nur nicht genervt werden vom Menschen. Und Mittelaltermarkt in seiner Stadt zu haben, ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Okay, aber jetzt kommt hier genug an. Nicht? Der braucht jetzt sehr lange für eine Energiezelle. Zack, kann dann aber gleich die nächste anfangen. Das heißt, hier könnten wir jetzt nur die Produktion erhöhen, indem wir noch mehr Solarzellenautomaten hinstellen. Aber ich sehe schon, die stacken hier. Guckt, das heißt, hier kommen eh genug an. Und das ist doch super. Wie bist du letztens in deinem Urlaub in Bayern gekommen? Tja, Magie. Oh, da wollte ich nicht runterfallen. Aber ich habe ja einen Aufgang gemacht. Um genau sowas auszugleichen. Auf jeden Fall keine Bahnfahrt. Ich könnte auch gar nicht. Die Bahn kommt. Ich muss um 8 Uhr hinkommen. Dann stehe ich schon um 4 Uhr auf und bin um 6 Uhr am Bahnhof, auch wenn die Bahn erst um 8 fährt oder so. Und dann siehst du um 8 Uhr... um 7.59 Uhr Bahn fällt aus oder sowas. Boah. Oder um 7.58 Uhr anderer Bahngleis am Ende des Dings. Oh, ich hasse es. Also wenn die das nicht in die Reihe kriegen wie in Frankreich oder Japan, dass die Züge vernünftig fahren, dann sollen sie auch kein Geld von mir kriegen. Okay, aber Energiezellen grundsätzlich das Hauptproblem, nicht wahr? Weil auch echt viele gebraucht werden. 10 Stück braucht der für ein Paket. 12! Okay. Das ist natürlich hart. Thermalit kommt genug rein. Energiezellen halt immer nach und nach. Und die Pakete sind noch nicht vollgelaufen.
Wir haben auch hier noch kein Lager gefüllt, nicht? Bei den anderen Sachen haben wir volle Lager. Da können wir aus den Tausendern schöpfen. Hier sind 1600 drin. Hier sind 1600 drin. Das heißt, das kann als Puffer sehr gut funktionieren, aber das Lager oben ist noch nicht voll gepuffert. Aber ich würde sagen, das sind, ja, dann Peanuts. Auf jeden Fall dürfte die Forschung trotzdem 10-mal schneller gehen jetzt. Und ein paar liegen ja auf Vorrat hier. Noch nicht so viele. Aber immerhin schon ein paar. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann und tschüss.